Yes. So. Hallo, willkommen zum neuen Stream und wird mein Bild geladen. Hallo. Okay. Ja, Moment. Der Livestream ist immer noch offline bei YouTube. Ich habe ihn ja jetzt gerade erst gestartet. Okay. Achso, du musst dich wieder Spielton hören lassen bei dir. Achso, stimmt. Das musst du mal kurz, ja, du weißt schon, einschalten. Ja, es geht. Okay, hoffen wir's. Moment, ich stell's ein. Auch ein bisschen. Okay. Ich vertraue, ich verlasse mich da einfach mal auf dich. So. So. Grafik solltest du schon sehen. Ja, hatte ich gesehen, jetzt ist wieder der Öffnungsscreen, dass du das Spiel öffnest. Okay, jetzt ist es wieder da. Also das Hauptmenü. Ja, ich weiß, ich stelle sie jetzt mal kurz ein. Also. Und zwar, Hadamat? Ja, ich bin da. Hier muss es hin. Okay. Wie auch immer. Jetzt wieder Screen oder. Okay, gut. Sicher noch nix. Oh, nice! Wie kann man. Zwei. Ja, ich höre bei mir auch noch nichts. Also, das Spiel ist. Entweder das Spiel zu leise gestellt oder. Ich hatte es nämlich extrem leise gestellt. Ich hatte es richtig hart leise gestellt. Aus dem Grund. Ich höre es ganz leise im Hintergrund bei dir. Okay. War das immer ganz leise? Müsste aber gehen. Das ist da. Ich habe es fucking leise gedreht, weil das letztes Mal so hart laut war. Hä? Das ist aber voll laut eingestellt, lol. Bitte. Wie laut eingestellt? Ja, das ist auf das Lautste eingestellt. Ich meine, guck doch mal in den Audio-Einstellungen da. Ja, ich hab's beim Lautstärke so eingestellt. So, du meinst, okay, gut. Okay, jetzt verstehe ich. Sorry. Das war einfach meine Doofheit. Okay, gut. Okay, besser. Ist es? Aber ich muss leiser drehen, weil es ist nicht fucking laut. Und zwar ja, so 6 oder so. 6 ist, denke ich, gut. Ja, 6 hört sich gut an. Vermutlich. Ja, ich werde es schon sagen, wenn irgendwann also doch noch ein Problem ist, aber ich denke mal nicht. Das muss kriegen. Okay, gut. Warte mal, soll ich die Datei laden oder die Datei? Ist deine Entscheidung. Ist mir egal. Beides dieselbe. Es ist beides das gleiche, verdammt nochmal. Ist mir egal. Aber schon die eine, Junge. Bei der einen Datei? Ja, die ein paar Sekunden später, da geht Diego gerade in seine Hütte bei der einen. Na gut, dann ist egal. Lad die 555. Okay, die 555 ist später gespeichert worden, weil ich habe zuerst 666 gespeichert und dann 555. So. Ja. Okay, jetzt mach. So. So, schön, nice. Barriere ist eigentlich so fett. Was ist so fett? Barriere. Achso, stimmt. Ja, soll sie ja sein. Oder war das so, dass wir hier eine 1 cm Spielwelt haben? Der wunderbare Spiel. Becher, Leute, ich kann dir die Sachen klauen, Hadamat. Welche Sachen? Achso, du meinst bei Diego? Bei dem schon. Bei Diego ja. Bei Diego, da kannst du ruhig rein. Du kannst auch die Truhe eröffnen. Auch, okay, gut, das hätte ich gleich erwartet. Speicher aber vorher, weil bei Truhen öffnen muss man hier so blöde Links-Rechts-Kombinationen ausprobieren und herausfinden. Und du brauchst einen Dietrich. Und der bricht jedes Mal ab, wenn du was Falsches eingibst. Und dann speicher vorher und dann probier einfach rum, bis du die richtige Kombination hast und dann lade neu und gib sie dann direkt ein. Man kann dazu auch die Talente erlernen, dass die Dietriche seltener abbrechen. Aber ich halte es für sinnlos, weil man einfach abspeichern kann, ausprobieren und dann, ja. Oh, schon eher, ne? Also in die Truhe zu kommen und dann kannst du mit D und A die Kombination herausfinden. Wie D und A? Ja, links und rechts. Da musst du eine Kombination herausfinden für jede Truhe. W und E? Ja, die Dietriche sind alle abgebrochen, deswegen musst du jetzt neu laden.
Ah, okay. Du hattest nicht so viele Dietriche. Und deswegen sage ich ja, das Talent ist sinnlos, eigentlich geht's. Obwohl, warte mal. Warte mal, soll ich für dich die Kombination nachgucken? Weil eigentlich ist es recht nervig und ich hab die alle, ja? Harry, gib an die ein. Ja, einfach A und D drücken, also links und rechts. Also heißt es einfach W und E? Oh, nein, E. D und A. D und A. Also erstmal E drücken, um die Truhe zu benutzen und dann A und D, um die Kombination herauszufinden. Also ich habe jetzt nur einmal A gedrückt und dann kann A, D, D und A ist, glaube ich, die Kombination für die Truhe. Nee, das war dann doch falsch. Also, dann probier's mal andersrum. D, A, A, D, D, D. D, A, A, D, D, D. Okay, Moment. Ich weiß es nicht, ja. Sorry, alles auswendig habe ich nicht. D, A, A, D, D, D. Ja. Okay, dann kannst du jetzt einfach wieder E und D drücken, um das alles aus der Truhe rauszuholen. E und D. E und D, E und D. Halt's einfach gedrückt, halt's einfach gedrückt. Sieht irgendwie nichts. Halt's gedrückt, E und D. Also halt E gedrückt und dann halt D. So viele Sachen drin, okay. Das lohnt sich aber. Lol, da gehen ja die Erzbrocken hoch. Erz ist doch hier die Währung, ne? Ja. Ah. Ich glaube, beim alten Lager gibt es insgesamt nur zwei Häuser, die du so betreten kannst, ohne dass die Leute aggressiv werden. Ja, also die von Jäger und deine eigene Hütte. Bei einem anderen werden die Leute sofort aggressiv, wenn du zu lang drin bist. Also lass es lieber. Schüssel und Becher, alles klar. Brauche ich bestimmt nicht. Die kannst du auch noch mitnehmen. Kannst Bett bestimmt noch mitnehmen. Nimm trotzdem mit. Kannst du immerhin verkaufen. Das Bett kannst du nicht mitnehmen, aber dann kannst du schlafen und dich dabei kurieren. Da musst du auch nichts essen, weil das kannst du einfach so machen, wenn du willst. E und W, um zu benutzen. Diego juckt es nicht. Der sitzt einfach weiterhin da und. Ja, Diego, das ist doch der freundliche Typ. Der hat dich doch hier begrüßt. Der ist halt dein Freund. Genauso wie auch Lester im Sumpflager oder Gorn im neuen Lager und so weiter. Ja, klar, aber trotzdem würde ich meinem Freund nicht erlauben, dass er mal einfach meine Sachen nimmt. Ist Gothic-Logik, ja. ich würde aber trotzdem in seinem Haus bis in den Morgen schlafen, ja, nur mal so als kleinen Tipp. Weil dann, cool. dann stehen die Leute wieder auf und ja, das ist einfach besser. Weil wenn du in die Hütten reingehst, dann werden sie aggro und du möchtest ja bestimmt noch mit denen reden hier. Deswegen, also ich halte es für sinnvoll, das kurz zu tun. Mhm. E und W, um das Bett zu benutzen und dann, ja. Bis zum nächsten Morgen. Eine Seite. Ja, da kannst du dir da aussuchen, wie lange du schlafen willst. Ich würde sagen, bis zum Morgen. Ist am besten eigentlich. Du bist geschlafen, bist ausgeruht, aber hier kommt. Ich stehe irgendwie. Achso, ich bin abgeschlafen. Ich muss einfach nur E und B wieder drücken. Ja. Okay. Ah, okay. Ja, die Steuerung ist bekloppt, ich weiß. Frage, ob ich aus dem Bett aufstehen muss. Was ist das für ein dummes Ding, wenn ich geschlafen, wenn ich auswähle, ich will bis morgen schlafen, dann will ich doch auch gleich aufstehen. Naja, ist halt so. Und irgendwie. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber bei YouTube hängt der Stream gerade. Okay, geht schon wieder. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Mit wem soll ich noch reden? Naja, du kannst auch mit Grimm und Gravo reden hier vorne. Grimm ist am Lagerfeuer wahrscheinlich. Also neben Diego. Der Buller. Rechts. Ja. Zurück. Hier links. Links da. Dieses Leben hier so. Buller hier. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Gut zu wissen. Die alle lieben Schutzgeld. Ich will kein Schutzgeld bezahlen. Tja. Warum? Wenn du, solange du nicht über Bloodwind rüberläufst, musst du das auch nicht, ja? Ich bin neu. Bei YouTube wird er. Geht schon wieder. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens.
Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Ah, okay. Dann kannst du unten mit Gravo reden. Also unten am Fluss. Ja, also, hat sich das gerade aufgehängt? Nein, glaub nicht, oder? Aber ich hoffe, dass es nicht aufgehängt hat. Ich kann mich nicht bewegen. Siehst du es? Lol. Das ist geglitscht. Dann drück mal 1, drück mal 1, drück mal die Taste 1. Was ist nicht? Dann musst du es neu laden. Ja. Dann kannst du die Dialoge einfach überspringen, indem du Escape drückst, ja? Dann, ja, musst du, glaube ich, neu laden. Was mache ich jetzt? Jetzt liegt er da drin. Was ist denn los? Kann ich das einfach so machen? Was? Ja. Also, das Bett kannst du jetzt gerade nicht verwenden, wenn er das... Ja, er ist wieder rausgegangen und dann so fragt, was ist denn los? Dann leg ich mich rein. Aber er fand's okay anscheinend. Ja klar, Diego schon. Ja, und jetzt, Kannst du nochmal die Sachen nehmen, wenn du willst. Die Sachen? Habe ich noch nicht gehabt. Ja. Nein, in dem Speicherstand nicht, danach hast du ja nicht nochmal gespeichert. Ach stimmt, ja. Wie war das nochmal? Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts war die Kombination für die Truhe. Sag an. Rechts, links, rechts, links, 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 rechts, rechts, rechts. Rechts, links, links. Wie war's nochmal weiter? Rechts, rechts, rechts. Ah, okay. Wie war's nochmal? E und D. Speicher einfach mal öfters, okay? Dass er sich da so eben aufgehangen hat, das ist, wenn der im Dialog dabei war, was anderes zu tun, dann passiert das manchmal. Eigentlich eher seltener, aber es kommt vor, deswegen, ja. Du kannst die Dialoge einfach überspringen, indem du Escape drückst beim Gespräch mit Grimm. Ja. Okay. Speicher der Former. So habe ich jetzt. Ich bin neu hier. Gerade angekommen. Escape. Wie ist das Leben? Escape. Ganz ruhig. Was muss ich machen, wenn ich... Und Escape. Zuerst mal, ich an deiner... Erstell dir, wenn du die... Und ich hab schon mit. Was hast du gerade gefragt? Das kann ich dir. Okay. Das hatte ich schon gefragt. Ja, hattest du alles schon in dem Gespräch mit ihm. Wer ist denn das? Schatten. Nein, schade. Mit dem hast du nicht. Kannst runtergehen zu Gravo, würde ich mal sagen. Der ist unten am Fluss da. Also du, Ah, da. Also aufpasst, alles klar. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, dann kannst du das in die andere Richtung. Sache, ich glaube, das Lot kommt. Hat sie sich verhängt, weil ich in die andere Richtung geschaut habe. Okay. Er liegt daran, dass er da Lagerfeuer sein sollte und somit die Animation. Helfen. Wie? Ja. Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus.
Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Taurus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Taurus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Taurus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Ich habe, glaube ich, keinen Ärger, also kann ich das lassen? Nein, kannst du auch lassen. Kannst du mir sagen, wer hätte den einflussreichen Leuten gehört? Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Okay, gut. Das ist doch jetzt ein Text. Okay, gut. Du kannst dann hochgehen. Geh da hoch und dreh am besten. Also geh am besten da außen nach links in die Richtung. Also vom Tor aus nach links. Aber nicht hier vor dem Tor in die Burg, sondern. Ja, okay. Ja, mal. Nein, passt schon, oder was? Was sagtest du? Ich speichere nur nochmal. Ich hab gesagt, du kannst. Also ich würde sagen, vom Außentor aus nach links. Also nicht außen, sondern schon innen, aber halt nicht vom Burgtor aus, sondern du weißt, wo ich meine. Okay. Nach links. Okay. Nein, nicht von dem inneren Tor, sondern von dem äußeren. Also nicht von dem Burgtor, sondern von dem ins Lager. Von innen oder von außen? Also schon im Lager, aber das äußere Tor halt. Ah, okay, gut. Ja, von da vorne aus. Links, da links. Was haben wir denn da? Galfi, Graham. Graham. Ja, okay, mit dem kannst du reden. Okay. Das ist der Kartenzeichner hier. Ah, okay. Du bist jetzt gerade Käse gegessen. Das könnte ein Problem werden. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Ich würde eine Karte kaufen. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben. Funktioniert das? Ja. Zumindest wenn du dann sagst, dass du ihn verprügelst, wenn er dir nicht rausholt. Tu das. Echt? Weil dann gibt er dir eine. Ja. Für dich nur 20 Erz. Für dich nur 20 Erz. Sag ihm, dass du ihn in die Fresse polierst, wenn er dir keinen gibt. Oh geil! Drück die Karte raus oder verliere die Fresse. Du musst keinen Mist machen. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Geil! Okay, jetzt kannst du noch mit Baltaran reden. Okay. Butler. Na, was? Butler? Bal? Butler? Auf ihm. Der ist nicht hier, ne? Kessel. Was will der machen? Der hat nicht zurück. Natürlich, ich darf ja nicht rein, nicht, dass es die mich hier umbringen. Hallo, red doch erst mal Baltaran. Ja, aber der ist da nicht, da sind nur zwei Buddler. Doch, der ist da am Lagerfeuer. Nein, zwischen den beiden Buddlern war der. Buddler? Hallo? Buddler? Ah, Bal heißt der. Der hat doch mit Bal, das ist aber egal. Der ist aus dem Sumpflager, der Typ. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baltaran. Von der Bruderschaft des Schläfers. Ja, meine Leute, ich finde das nicht wenig Stimmen. Ich kann sein, dass der immer dieselben Leute gesprochen hat. Das habe ich dir aber gesagt, dass das in dem Spiel so ist. Ja, wusste ich doch. Da war doch irgendwas.
Was ist die Bruderschaft des Schäfers? Okay, mal. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt, aber Baal Parves müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist, ist es nicht der? Nein, das ist Baal Taran. Viele von denen aus dem Sumpflager heißen Baal. Also im ersten Teil ihres Namens. Erzähl mir von der Lehre des Schäfers. Das habe ich gerade gefragt. Ich habe doch gefragt, wer ist der? Naja. Erzähl mir, das ist was anderes. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste. Kannst du ruhig doch fragen, wer der Schläfer ist. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen tausendjährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Okay. Kannst du euch fragen, wer der Schläfer ist? Hab ich das nicht gemacht? Nein, du hast gefragt, was die Bruderschaft ist. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das ist gerade hält, wenn man da mit mir redet, ganz bestimmt. Ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Ich muss in die... Nein, ich werde auch immer nicht in die Burg, glaube ich. Wie soll der Weg kannst in die ruhig sagen. Aussehen? Ah, okay. Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung... Und du kannst ihm das sogar mit dem Brief vielleicht sagen. ...den Weg in die Freiheit offenbaren. Aber wenn ich... Muss in die Burg. Das darf doch nicht jeder wissen, mir dabei helfen? Ich fürchte nicht. Ja, praktisch gesehen bei allen, bei denen du es sagen kannst, kannst du es auch sagen, ja. Bei Gothic 1 sollte man sich da nicht besonders viel Mühe geben. Bei Gothic 2 und 3 sollte man da schon eher aufpassen bei solchen Sachen. Und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kur Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Sag das ruhig mit dem Brief, ja? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ach. Und woher hast du den? Den haben dir die Magier gegeben, bevor sie dich hier reingeworfen haben. Richtig? Du bist ganz schön dumm, das so rumzuerzählen. Aber keine Sorge. Ich behalte. Ist das auch gesagt, aber der Held. Nur okay, tu dir selber einen Gefallen und erzähl es keinem anderen, ja? Die Leute hier schneiden dir für sowas die Kehle durch. Die Belohnung, die es für eine Nachricht aus der Außenwelt gibt, will jeder gerne kassieren. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ja, hatten wir schon. Das haben wir ja schon gehabt, genau. Kannst dann weitergehen und mit Sly reden. Halte dich aber von Bloodwind fern, ja?
weiter und red mit Sly am besten. Du kannst auch mal wieder speichern. Immer zwei Speicherstände machen. Und einer von beiden wird immer gehen. Vermutlich. Woodler und Sklai. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Was hast du zu tun für mich und um was geht's? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Mac. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Wenn ich wen finde, oder was? Neck. Wer ist denn das? Einfach so ein Typ, der ins andere Lager... Egal. Ich sag dazu mal nix, ja. Ich möchte jetzt das jetzt nicht spoilern. Ah, okay. Aber red das mal weiter mit. Was kann ein gutes Wort von dir denn bewirken? Das kann ich wahrscheinlich schon fragen, weil Grafik 1 habe ich schon gecheckt, ja, dass dir das sich dann nicht so Mühe gegeben haben. Was Falsche sagen? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Es gibt sprechen. Ein paar wenige Leute, bei denen das du vorsichtig sein musst, aber das ist keiner davon. Kann das schon einiges helfen? Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Okay. Warum heißen manche eigentlich Buddler? Das sind dann die, die zwar der Gilde angehören jeweils, aber keine weitere Bedeutung haben. Hm. Also einfach nur so weitere NPCs. Kann man die... Genauso wie die Schatten auch, oder die Gardisten. Kann man mit denen auch reden? Und das, oder so ein Satz oder so? Ja, aber das sind immer nur dieselben Fragen und meistens ist da nichts Interessantes bei. Das sind nur so grundlegende Informationen, aber... Du hast ja letztes Mal auch mit dem Gardisten geredet und damit ist es dasselbe. Ach so, du meinst diesen Typen, der da rumstand, der mich da reingelassen hat, oder wie? Ah, nicht mit der Torwache, sondern schon mit dem Typen dahinter. Hier oben ist niemand, geh wieder runter. Und ja, dann geh einfach weiter durch die Hütte. Also durch hier vorne die durch. Hütte. Da kannst du ruhig durchgehen. Durch die? Also durch die in der Mitte. Nein, durch die, wo der Weg weitergeht. Ah, cool. Wer baut denn so seine Hütte? Jetzt ernsthaft? Die Hütte ist ja für jeden zu. Drin ist noch jemand, mit dem du reden kannst. Da drin ist aber noch jemand, mit dem du reden kannst. Also, nicht durch meine Hütte. Das wollte ich nur, dass du das mal hörst. Und was ist dein Problem? So. Kannst du es denn fragen? Ja, klar. Okay, gut. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Warum nicht an den Grab? Haben sie gesagt. Aber keiner von den Kindern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Selber schuld. Selber schuld. Wie geil. Selber schuld. Gott sei Dank hast du mir das noch gesagt. Selber schuld, kann ich nur sagen. Das ist so geil. Ich liebe das. Ich feier das. Ich weiß es nicht. So, super geil. Das musste einfach mal sein. Er grillt sich irgendwas. Kann ich ihm die Pfanne wegnehmen? Ernsthaft? Die Pfanne, die kannst du nur benutzen. Die kannst du nur benutzen, aber nicht wegnehmen. Kann ich benutzen? Ich dachte, ich kann die wegnehmen. Da kannst du Fleisch grillen. Kannst du ruhig machen. Oh. So ist es nämlich mehr wert. Und einfach immer E und W drücken. Also E kannst du gedrückt halten, W und dann einfach mal wieder drücken. Na egal, ich habe mich jetzt auf diesen Typen auf ein Gespräch hingelassen. Na egal. Neu hier, okay. Was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich.
Ende. Aber der hat aber nicht viel gesagt. Hat er auch nicht. Aber naja. Hey, ich glaube, irgendwie kann ich die Pfanne nicht usen. Ja, weil Jesse sie gerade benutzt. Warte mal, bis er von da weggeht. Okay, oder redet zuerst mal mit Herrick. Okay. Geh jetzt mal weiter und red mit Herrick. Hola. Ich hab schon verstanden, aber wenigstens ist es cool, dass. Na, wie sieht's aus? Na, wie sieht's aus? In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Bitte was? Wenn es nach mir ginge, würdest du hier nicht alt. Weißt du, warum ich hier bin? In einer Nacht habe ich ein Dutzend Leute umgebracht. Einfach nur so. Ich kann nicht mit. Das Hashtag, das ist Hadamard. Nein! Junge, vergleich dich mit so jemandem! Kannst du weitergehen? Der nächste interessante Typ ist, glaube ich, hier Dusty. Der sollte demnächst hier oben bei einer der Hütten sitzen. Also geh erstmal hier durch. Die ist auch nochmal eine Hütte, wo man durchlaufen kann. Ja. Aber da gibt's keinen so interessanten Typen. Das war echt geil. Hier ist noch Shuttle? Der nächste interessante Typ ist Dusty, der müsste bei einer der Hütten sitzen, die da vorne kommt. Neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erzmann, das ist nicht viel. Soll ich das machen? Deine Entscheidung, Jekyll, musst du es nicht unbedingt tun. Solange du nicht bleibst, wenn du über den Weg läufst, ist es eigentlich egal, ob du es tust oder nicht. Okay. Kann ich ihn nur fragen, was ich dafür bekomme, oder? Ja, klar. Sehr gut. Und was bekomme ich dafür? Solange du in meinem Viertel bist, passe ich auf dich auf. Wenn du mal Ärger mit Typen aus dem neuen Lager haben solltest oder mit einem der Sektenspinner, die dir die Backe voll quatschen, kannst du auf mich zählen. Wenn du dich mit einem Buddler anlegst, helfen wir dem, der gezahlt hat. So einfach ist es. Und wenn beide gezahlt haben? Dann sehen wir uns die Show an. Aber oft kommt das nicht vor. Okay, jetzt kann ich nur sagen, wenn ich nicht zahle. Okay, gut. Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Also voll. Ich dachte, ich kann noch was Nettes antworten, aber nein. Wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es. Bloodwind ist aber nicht so nett, also lauf Bloodwind besser nicht über den Weg. Nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast. Das verstehst du doch. Okay, wir sehen uns später. Du warst mich vor, so, wenn wir. Gut auf dich auf. Du bist schon an Bloodwind vorbei. Okay. Du bist schon an dem vorbei. Weil das ist Jackals Viertel und Bloodwinds Viertel war das erste, in dem du warst. Aber an dem bist du vorbeigegangen. Aber weiß ich denn, ob der jetzt gerade da ist und ob der jetzt an mir vorbeiläuft oder so? Der ist sowieso nur in seinem Viertel meistens im oberen Teil. Aber ich würde schon sagen, wenn der da in der Nähe ist. Sehr gut. So, hier oben kannst du mit dem Typen vor der Hütte reden. Der heißt das, die. Also nicht hier direkt, sondern ein bisschen weiter kannst du schon noch gehen. Und dann da bei der Hütte rechts müsste jemand dir sein, mit dem du noch reden kannst. Ja. Dusty. Dusty. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich hab die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich hab mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Wieso, wenn es dir hier nicht gefällt, wieso gehst du nicht einfach? Das hat doch Frage. Wieso gehst du da nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor einer Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Ende. Okay, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Das laufen eigentlich immer für Typen rum auf diesen Wänden da. Auf den Häusern. Das sind nur Gardisten, die aufpassen sollen. Das ist niemand Wichtiges. So, jetzt kannst du eigentlich direkt runtergehen, weil hier oben ist niemand weiter Interessantes. Okay.
speichere mal. Geh runter zum Marktplatz, da gibt es ein paar Leute, mit denen du reden kannst. Gespeichert. Speichert lieber an unterschiedlichen Stellen, weil wenn da ein Spielstand gebaut ist, dann ist der andere an einer anderen Stelle und somit ist die Chance höher, dass der andere okay, gut. Ja, okay. Wollt ihr noch was braten? Na egal. Bin ich schon vorbeigelaufen, wer ist das? Interessant. Wir sind ein paar Leute. Hallo, ich spreche mich auch an. Ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Alles klar. Zeig mir deine Ware, hast du Rüstung für mich? Das ist immer, wenn du beim Händler bist. Aber das... Also, kannst du ihn ja mal fragen, kannst du das ja mal ansehen. Welches von beiden? So beides, irgendwie dasselbe. Also das zeigt mir deine Ware, das ist, wenn du verhandeln willst. Und dass du eine Rüstung, das ist noch eine Spezialfrage, der kann dir Buddler-Rüstung für 500 Erz verkaufen. Ich würde es aber nicht tun, weil die im... Sobald du im neuen Lager bist, wenn du da mal bist, kriegst du eine ähnlich gute Rüstung wie die Buddler-Rüstung. Weil du bist ja noch neu hier und somit kannst du nur die simplen Rüstungen haben. Für kostenlos. Deswegen, ich würde hier noch keine Rüstung, nach keiner Rüstung fragen. Zeig mir deine Ware. Okay, der 200 Erz, sehr interessant. Schwerz da. Hier kannst du halt mit den Leuten verhandeln. Dann kannst du einfach die Sachen in der Mitte schieben, die müssen gleichwertig sein. Also die Sachen, und für alles, was du verkaufst, kriegst du einen halben Wert, es sei denn, es ist Erz. Und, ja, dann okay. Kannst du mit Eingabe das Ganze bestätigen oder auch aus dem Handelsmenü raus. Du kannst auch Escape drücken einfach, wenn kann du wieder ausfällst, auch. Weil kann hier ist im Moment sowieso nichts interessant. Kann ich auch Sachen verkaufen oder so? Ja klar, dazu musst du nach D drücken, dazu musst du nur ein paar Mal D drücken, bis du in deinem Inventar bist und dann kannst du daraus Sachen in Mitte ziehen, indem du E und links drückst, also E und A. Okay. Und die Sachen in der Mitte sind, die müssen gleichwertig sein. Ah, okay, du meinst, ach so hier, da kann ich jetzt quasi meine Sachen auswählen. Okay, sehr interessant. Hier ist aber, glaube ich, nichts Interessantes. Es sei denn, du willst dir ein bisschen Erz holen. Dann kannst du ein paar nutzlose Waren verkaufen und dafür ihr Erz von dem Typen holen. Aber ja, ob du das tust, ich... gerade gedacht. Könnt ihr theoretisch machen, zum Beispiel so ein paar Sachen, die halt... Keine Ahnung, zum Beispiel das hier, aber das ist bestimmt, das kriegt bestimmt nichts dafür. Du kriegst immer nur die Hälfte von dem eigentlichen Wert, außer es ist Erz. Erz kriegst du natürlich einen jeweils für, aber... Für den Rest kriegst du immer nur die Hälfte vom eigentlichen Wert. Gender. Du kannst aber alle. Wert. Du kannst aber die nutzlosen Knüppel zum Beispiel verkaufen und dafür. Genau, das mache ich auch mal. Der hier, einmal der. Annehmen, ablehnen. Aber dann habe ich. Ich habe es ja jetzt gerade ausgewählt. Aber du musst dann Erz. Dann nimm noch nichts. Zurück, zurück. Drück auf zurück. So, du hast noch überhaupt nichts ausgewählt hier. Also, du musst die Sachen, du musst die Waren in die Mitte ziehen. E und A, um sie von dir zu ziehen und E und D, um sie vom Händler zu ziehen. Also, wie mache ich das? Erklär nochmal bitte. Also, wähle etwas in deinem Inventar aus und dann drück E und A. E und A. Du müsstest in die Mitte verschoben werden. So, und dann kannst du bei ihm zum Beispiel einen Erzbrocken für einen Knüppel. Also, dann musst du bei ihm auf das Erz gehen und dann E und D drücken einmal. Ja. Ah, und wie viel kann... Jo, und wie? Und wie viel kann ich jetzt für die drei Knüppel verlangen? Also, so viel wie der Wert, der oben in der Mitte angezeigt ist. Also, du kannst nur drei Erzbrocken dafür holen. Die drei kannst du rüberziehen. Aber auch zwei weitere. Aber du kannst auch gerne das frostige Schwert verkaufen. Und du kannst auch gerne die Becher verkaufen und die Schüsse und den Krug. Mach ich ja mal. Was haben wir denn hier? Einmal das hier, ein rostiges Schwert. Eins habe ich gerade ausgewählt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich weiß, was ist das, war das andere. Das ist eine Spitzhacke. Die Spitzhacke kannst du auch weg. Nein. Spitzhacke und rostiges Schwert können weg. Okay. Von der Nahrung lass lieber mal alles da erstmal, weil da sollte man besser sicher gehen erstmal. Und
Rüstung, Magie, Entfernt, Nahrung, Tränke, Schriften. Biene, was ist das? Geh am besten auf Sonstiges. Am besten auf Sonstiges, also auf das allerletzte. Da kannst du die Becher auswählen. Die Schüssel kann weg. Waffenrüstung, Magie, Antifakt, Nahrung, Tränke, Schriften. Ah, das ist doch Verschiedenes. Was ist das? Krug, ja. Verschiedenes. Okay. Krug kann weg, Schüssel kann weg, Becher, Pfanne, Fackel, Münze. Die hat nicht mal einen Wert. Die Münzen haben auch keinen Wert. Das habe ich dir auch gleich gesagt, dass die nutzlos sind. Kann ich die dann wegtun? Weil dann kann er die behalten. Lass aber bitte eine Pfanne da. Ja, die Münzen, die kannst du wegtun, bringt dir aber nichts. Aber klar, die kannst du ihm schenken. Wähl die einfach aus und schieb die alle in die Mitte. Dietrich? Ach, das sind diese... Sprechen. Davon! Becher? Schlüssel? Okay, das war's. Was ist denn nichts mehr? Du kannst die Schüssel und die Becher oben verkaufen. Ach, okay. Becher? Ah ja, Schüssel, genau. E und A. Und dann noch den Becher. Und dann noch das Erz von ihm rüberziehen, sobald du das alles hast. Okay. E und A. Wie war das nochmal? Du kannst ruhig auch noch die beiden anderen Becher verkaufen. E und D. Du kannst aber auch noch die beiden anderen Becher verkaufen. Ich hab noch zwei, stimmt, tatsächlich. E und D, genau. Sobald du 23 bei beidem hast, hast du es? Ja, habe ich. Okay, dann drück jetzt auf Eingabe. Eingabe? Enter meinst du? Auf Enter, Enter, ja. Und dann annehmen. Ende. Okay, krass. So, warte mal. Bevor du weitergehst, geh erstmal zurück, da kannst du noch mit Whistler reden. Dahin zurück. Erstmal zurück. Nein, nicht zurück nach oben, sondern zurück hier unten. Aber hier unten in die andere Richtung zurück. Also nach rechts. Nach rechts unten. Schon unten bleiben, aber dann in die Richtung, wo du oben herkamst. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Trinken aus dem Sekundlager. Willst du was? Ich halte mich da lieber raus. Wahrscheinlich. Bock. Geh doch erstmal mit dem, der hat doch eine Quest für dich. Hat er eine Quest für mich? Ja, gut. Ja. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Okay, was ist Sumpfkraut? Ah, gut, egal, wenn ich jetzt eh drin bin, kann ich auf jemanden. Du bist verlassen, das ist dann kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Lieber über was anderes. Ah. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. Alles da kriegst du dann die Quest. Aber bevor du gleich noch was sagst, red erstmal mit mir, okay? Du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut. Du kannst so, was für mich du musst Erz von ihm verlangen für die Quest, okay? Tu das. Das Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Guru der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das. Sag immer, dass du Erz willst, gleich. Wenn ich die Dinger selber herstelle. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dort auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Du einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal.
Das verlangt Erz von ihm. Also nehmen wir mal das, wo du Erz noch verlangst. Weil am Ende gibt er dann nach. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Ja, genau. Ja. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Warte mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Absolut. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erzvorschuss. Oh, geil. Ja, kann sein, dass ich das Rezept immer weiter. Sag immer weiter, dass du Erz willst. Am Ende gibt er nach. Vergiss es. Kein Erz, kein Rezept. Ja, genau. Immer weiter. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Bis vergessen wir die Sache. Bis... Ich will jetzt das Erz. Oder kannst du dein Rezept selber abholen? Ja. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Das ist so geil. So, sag gleich, vergessen wir die Sache, weil dann gibt er nach. Sag, vergessen wir die Sache. Gut, vergessen wir die Sache. Sag das. Vergessen wir die Sache. Nicht so schnell. Ich wollte nur wissen, wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen, was denkst du? Klingt schon besser. Gut, 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Ich halt mich enttäusch mich nicht, Kleiner. Geil! Ja, das hatten wir alle schon, oder? Wäre das ganz anders. Wo ist das Sektenlager, kannst du noch fragen. Ah, okay, gut. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Wow, ich weiß jetzt genau, wo südlich und östlich ist, danke. Ich hab eine da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? So, so geh aber erstmal zurück, bevor du hier weiter im Außenring entlang marschierst. Dann geh erstmal zurück, weil da gibt's noch zwei Leute, mit denen du reden kannst. Muss so unten bleiben, oder? Ja. Alpaves und Whistler gibt's noch hier unten. Also, eher unten bei der einen Hütte, da ist erstmal Whistler. Bei der einen Hütte da hinten. Ja, schon. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ich sag das immer. Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was für einen Gefallen erwartest du? Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Diesmal wirklich nicht. Wenn das tust, verkauft er sie nicht und dann hast du die Quest, dann ist die Quest gescheitert. Okay. Gut. Ich hab schon Fragen, warum er die Waffe nicht verkauft. Ja klar. Okay. Du kannst ihm alles fragen, also Whistler. Okay. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Klar, Meinungsverschiedenheit. Das ist alles, was du wissen musst. Hört sich aber nicht so klein an. Ja, geil. Ja, klar, hast du mal daran gedacht, dass ich mit einem Erz durchbrennen könnte? Sag das ruhig. Okay, ja. Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich, lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist aber schon ganz schön. Naja. Mit den 10 Erzbrocken, 100 Erzbrocken, ich hol dir das Ding. Okay. Ich kann es gar nicht annehmen. Ich hol das da steht auch. Kein Ende. Hier hast du es, komm direkt zu mir zurück. Gleich kommt Ende. So, zack, Ende. Ende. So, dann geh zurück zu Fisk, aber sprich ihn nur drauf an, aber kauf die Waffe nicht direkt, sondern kehr zuerst mal zu Whistler zurück, weil Fisk will jetzt 110 Erz und dann komm nochmal zu Whistler zurück und hol dir die restlichen 10 Erz von Whistler auch noch. Okay, die Richtung? Also musst du die nicht selber bezahlen, verstehst du? Also geh erstmal zu... Ja, in die Richtung. Geh erstmal wieder zu Fisk, mit dem hast du ja schon geredet. Das war der Händler, mit dem du davor warst. War das der? Ja, das war der. Ja. Oh, der läuft aber mit Eis. Warte kurz, ich bin kurz speichern. Sprich ihn auf die Waffe an, aber dann sag erstmal vielleicht später. Und dann geh erstmal zu Whistler zurück und hol die restlichen 10 Erz. Cool. Aber weißt du was? Weil du ja gespeichert hast, sprich ihn mal drauf an, dass der die für Whistler nur für 100 Erz verkaufen wollte. Tu das mal. Damit versagst du zwar in der Quest, aber so hat man den Dialog mal gesehen.
Okay. Du hast ja gespeichert, also kann er nicht tief gehen. Ich will ein Schwert kaufen. Oder kann ich das direkt so fragen? Ja. Okay, cool. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da alles, was dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Lachtet 110 Erz. Interessiert? So. Jetzt sag mal das Mittlere, einfach nur, um zu sehen, was dann kommt. Okay. Whistler wolltest du es für 100 verkaufen. Damit versagst du die Quest, aber... Warte mal. Stimmt. Da hätte ich dir ja fast zu wenig abgeknöpft. Ich meinte natürlich 500. 500? Zu wenig? 1000 sind dir lieber? Auch gut. Wenn ich es mir so recht überlege, ich glaube, ich behalte es einfach. Okay, so, jetzt laden. Jetzt lade. Ich wollte bloß, dass du das siehst. Sehr interessant. Hat sich gelohnt, finde ich. Also, irgendwie kommt mir Fist so ein bisschen verrückt vor. Kann das sein? Ist er auch. Jedenfalls. Kein Wunder, dass die sich nicht mehr vertragen. Nein, ich hab falsch angesprochen. Oder doch, ich hab solche Dinge angesprochen. Das ist er doch. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert? Vielleicht später. Sag vielleicht später. Ja, ich hab schon verstanden. Also, Ende. So, geht zu Whistler zurück. So, jetzt kann langsam laufen, wie knuffig. Ja, mit Shift. Ja. Fiskal ist 110 Erz. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Okay, so, jetzt kannst du wieder rübergehen zu Fisk. Jetzt nochmal runter. Interessante Quest. Oh, ist so ziemlich die leichteste Quest im alten Lager. Hab ich mir gerade auch gedacht. Ich will hier im alten Lager sind die Quests aber im Allgemeinen recht leicht gehalten. Im neuen und beim Sumpflager sind die schwieriger. Und später in den späteren Kapiteln sowieso. Kostet 110 Erz. Interessiert. Ich nehme es. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ende. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer, eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin, mach's gut. Gerne. Und das auch direkt deinen ersten Stufenaufstieg. Nice. Ich hab's gesehen. Richtig nice. So, auf dem Marktplatz gibt's noch Baal Parvis, mit dem du noch reden kannst. Marktplatz, okay, ja. Ja. Aber, sag mal Parvis nicht, dass du mit ihm zum Sumpflager direkt gehen möchtest, weil dann tut er das auch direkt und damit geht dir vieles verloren. Auf dem Marktplatz unten, meine ich. Baal Parvis, zufällig? Ja. Ja. Sag ihm aber nicht, dass du mit ihm ins Sumpflager gehen möchtest, also zumindest nicht direkt, weil damit, ja, bist du ein Sumpflager, aber. Der also, ich würde es noch nicht tun. Dir, ich bin hier, um dich auf den rechten Weg. Dann geht er sofort drüber und. Ich würde sagen, du erledigst erstmal hier die Sachen. Und so. Was ist der rechte Weg? Ja, was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Dass er dich hinbringt, sag das erstmal nicht. Aber du kannst dann sonst noch mit ihm reden. Was hätte ich davon,
mich euch anzuschließen? Ja, das kannst du ruhig fragen. Das kannst du ruhig fragen. Das kann ich fragen. Was hätte ich davon, mich euch Hauptsache nicht, bring mich zu euch ins Lager. Bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht? Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Aber du kannst in jedem Lager Kämpfer oder Magier werden. Also, ist eine andere Art der Magie, aber prinzipiell alles das Gleiche. Aber darauf komme ich später zurück. Im Moment kannst du dich sowieso noch keinem Lager anschließen, weil du sowieso erstmal hier zeigst, dich beweisen musst, sozusagen. Leifer weiß ich schon, habe ich den anderen schon gefragt, das passt so. Kannst ihn aber trotzdem fragen, weil da kommt noch ein bisschen mehr am Ende. Ein bisschen mehr an Dialogen. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Ja, das weiß ich. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Ende. Danach kam nichts mehr, oder? Warum raucht er die ganze Zeit? Ja, Sumpfkraut halt. Willst du nicht fragen, was der Schläfer denen gesagt hat? Wen? Also bei Parvis. Erzagan? Wer ist denn das? Ja, das, mit dem du gerade geredet hast. Bei Parvis? Ja. Den kannst du ruhig noch ein paar Dialoge führen. Bei Parvis ist der ja... Welcher Schläfer? Was ma... Das ist der Typ... Das ist deren Gott. Das hatten die doch schon erklärt alles. Achso, stimmt ja. Achso, ja, genau. Ah, okay. Ja, ich meine, dass du mit bei Parvis noch fragen kannst, was der Schläfer ihnen gesagt hat, ja. Und danach kommt ja noch etwas über die Magie fragen, also... Kannst du ruhig tun. Echt? Ja. Alter. War der falsche? Alter, rauch mir nicht so ein. Ich kann gar nichts sehen. Ja, die aus dem Sumpflager, da rauchen sehr viel, dieses Sumpfkraut. Ich bin schon wieder bei diesem Zeig mir deine Ware. Falsche schon. Ja, Bal Parvis. Blick einfach direkt in Richtung des Rauchs. Dann ja, kannst du. Alles. Dann ist auch wahrscheinlich. Ja, okay. Was hat euch der Schläfer gesagt? Gibt's hier? Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Okay. Kann ich mir nur noch was von der Magie des Schläfers erzählen lassen? Okay. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Der letzte Scheiß. Wenn du... Da hat jemand gesagt, der letzte Scheiß. Mit dem Typen kannst du dann später ins Sumpflager gehen. Ja, geh aber erstmal weiter. Hier am Marktplatz hast du dann erstmal alle wichtigen Leute. Ja. Nice, nice. Was ist eigentlich das hier? Wassereimer. Wassereimer, die stehen nur so da rum. Einfach nur so, okay, gut. Da gibt's nichts Wichtiges mit. Also in den meisten Fällen zumindest.
Meinst du nicht, dass hier zwei Leute sind, wo ich jetzt gerade langlaufe? Ja, Barbaris meinte ich, aber der hast du ja schon. Also, kannst ruhig wieder in die andere Richtung. Geh in die andere Richtung und weiter. Hast schon die Hälfte des alten Lagers hinter dir. Wo ist nochmal der Typ sein Haus? Ich würde nochmal durchlatschen. Und da oben. Der sagt aber nur dasselbe, was du schon kennst. Ah, okay. Gesagt, rennt nicht durch meine Hütte. Das ist dumm. Oh Mann. Ja gut, ich mach eine. Sehr egal. Ich will nicht den kompletten Text nochmal lesen. Was reicht mir den Anfangstext? Hat dir ja sehr gut gefallen, der Text, was? Warum redest du mit mir? Och nee. Ja. Jemand, das ist jetzt Bloodwind. Schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie. Du solltest sowieso in die andere Richtung gehen, nur mal so nebenbei. Lassen wir nicht zu. Gomez will, ja, hier kommst du ja, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst. Lehn es aber ab. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du ja, wichtig ist nur, dass du dann nicht Grimm oder Herek über den Weg läufst, weil die beiden greifen dich dann an. Aber bei Blabbing kannst du es ruhig ablehnen, selbst obwohl es wahrscheinlich wieder glitschen wird und du erstmal außer Reichweite kommen musst, damit du es wirklich kann ablehnen kannst. Kann ich das hier auswählen, oder wie? Das dritte, zweite. Das mittlere, ja. Ich soll Schutzgeld zahlen, ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, ein Freundschaftsangebot abzulehnen. Alles klar. 10 Erz, alles klar. Krass, das weiß ich doch. Aber der will jeden Tag neue 10 Erz von dir, wenn du es wirklich bezahlst. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Und ich hoffe, das glitscht jetzt nicht wieder. Geh einfach am besten direkt weg. Und geh unten lang. Und dann am Marktplatz wieder weiter und ja, du kennst den Weg. Okay, falsche Richtung bin ich gegangen. Wichtig ist nur, dass du jetzt nicht Herek oder Grimm über den Weg laufst, weil die beiden greifen dich jetzt an, wenn die dich sehen, weil du kein Geld hier bezahlt hast. Speicher mal. Okay, das heißt, ich muss jetzt öfter speichern, weil die mich angreifen. Aber die beiden sind beide in dem Viertel, wo Bloodwind ist, also hier hast du keine Sorgen, Aachen, beim Marktplatz. Blöd ist nur, weil Grimm ist in der Nähe von Diego. Aber ich schätze, bis du dahin mal wieder zurückkommst, um Quests irgendwie zu erledigen, ist sowieso einige Zeit vergangen und alles. Aber ja, geh erstmal weiter. Demnächst triffst du dann auch auf Mordrak. Das ist der Typ, den Taurus loswerden will, der aber gleichzeitig so ein guter Händler sein soll. Weiß noch, wen ich meine, ne? Weil der müsste da vorne kommen, gleich um die Ecke. Ja, ich sehe schon. Ich bin schon da. Okay. Er weiß ja Verzögerung. Ich kann es lesen. Ich halte mich da lieber raus. Hey, Neuer, ich bin Mordrak. Solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Krass. Ja, weil er auch Sachen von den Erzbaron gestohlen hat und alles, aber das hat der Taurus ja erzählt. Ah ja. Mit dem kannst du aber später auch ins neue Lager gehen. Stimmt, das also, dass du ist, Kurier ja. für die Magier bist. Ja. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Du siehst, in allen drei Lagern kannst du in die Burg, ja? Wichtig ist nur, dass du dich einem anschließt, um da reinzukommen. Oder 100 Erz bezahlst, aber das ist die schlechtere Variante. 1000 meine ich. Aber egal. So. Kannst du ruhig erwähnen, du hast ein Problem. Hauptsache, du sagst nicht das dritte, also in dem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Aber das, du hast ein Problem, das kannst du ruhig erwähnen. Du hast ein Problem. Nicht genug Platz für uns beide. Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Der Taurus ist damit gemeint. Sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast.
Man kann ja auch alles im alten Lager machen, ne? Wie war das nochmal? Na, egal. Jetzt ist das vierte. Ja, erzähl mir was über das neue Lager. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen will. Okay, erzähl das. Ja, erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Ich halte mich dann lieber raus. Okay, alles klar. Sag ruhig das, und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen will, aber sag nicht, dass du mit ihm rübergehen willst ins neue Lager. Könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Jetzt mach erstmal Ende. Ende. Und der verkauft die Ware billig, oder wie? Ja, also manche Sachen, die doch vorkommen, findet man bei denen halt. Warum kann ich die Pfanne nicht benutzen? E und W musst du für die Pfanne. Achso, du hast schon. Das aber. Drück einfach immer weiter W, bis du alles Fleisch hast, was du hattest. Immer W drücken. E gedrückt halten und immer neu W drücken. Bis du alles Fleisch durch hast. Wenn du es durch hast, dann kannst du nicht mehr weiter braten, dann wirst du schon merken. Das war's. Okay, gut, dann kannst du jetzt wieder von der Pfanne weggehen. Okay, da hast du schon die Hälfte des alten Lagers hinter dir. Kann man noch weiterlaufen? So, weiter, hier unten lang. Hier ist eine Türe. Soll ich weiter da unten einfach lang laufen? Ja, hier oben ist das Südtor zum alten Lager. Okay, aber lieber unten. Du weißt schon, dass ich Gothic, naja, sehr gut kenne, sag ich jetzt mal. Ja. Milde ausgedrückt. Naja, egal. Ich will weiter. Warten. Was glibbert da? Was glimmert wo? Also hätten so lila glibbert. So, das sind die Berge im Hintergrund. In der Nacht sehen die so aus. Das ist voll lustig. Sieht das so aus, so lila Schwappel. Ja, ich weiß. Ein Slime, so lila Slime. Hey, hier sind drei Leute. Chillen sich hier live ab. Das sind wahrscheinlich die drei Arena-Kämpfer. Ja, das sind die drei Arena-Kämpfer. Mit denen kannst du alle ruhig reden. Okay. Jeweils einer aus einem der Lager. Und zwei von denen kannst du auch zu einem Duell später herausfordern, aber das würde ich jetzt noch nicht tun. Kämpfe in Rumschläfers, achso. Kämpfst in der Arena. Das ist okay, also was ist? Ich will nicht mehr wissen, was der Schläfer ist. Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, das ruhig. Um für den Schläfer zu kämpfen. Er hat auch nicht viel dazu zu sagen, ja. Auf das alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott... Du kannst auch noch fragen, du kämpfst in der Arena? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Ja, ich weiß ja Bescheid, das kenne ich, ja. Ich kann auch fragen. Frag euch, du kämpfst in der Arena. Das reicht ja schon, oder? Achso, okay, kann sein. Okay, kannst du mir den Weg zu einem Lager beschreiben? Okay, mach das noch. Ja, okay, mach noch die beiden anderen Fragen hier. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Stimmt, das. Im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Ja, alles klar, wie nett. Danke sehr für dieses lange Gespräch. Du kannst auch noch fragen, was das für eine große Anrufung ist, ja?
Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr ich glaube, da hat keine Ahnung, wovon er da redet. Begib dich zu uns ins Lager. Okay. Die beiden anderen haben weniger zu sagen. Die beiden anderen Arena-Kämpfer, ja. Ah, geht auf jeden Fall zum nicht so wichtig, oder? Doch, red ruhig mit denen. Oh. Also mit den anderen beiden. Ist aber, sind aber recht kurze Dialoge mit denen. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karin. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Okay, krass langer Text. Schön, dass du so einen kurzen Text hattest. Ich bin glücklich eigentlich. Oder hat er mal schon, ich soll mal mit allen reden? Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon... Keine Sorge, du hast das alte Lager fast durch mit den Gesprächen. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Das kann ich aber schon fragen. Ja klar. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Also in der Arena ist er der schwächste Gegner. Aber naja. Ich dachte, er hat einen Kampf gewonnen. Dann ist doch der schlechteste, der den Kampf verloren hat. Wer das ist, wissen wir aber nicht. Wie dem auch sei, also er ist der Schlechteste und Karim und Gohan ist, die sind beide besser, aber zwischen den beiden würde ich keinen Rang tun, ja. Ich sag's bloß, weil die kannst du ja später zum Duell herausfordern, wenn du willst. Aber, ja klar, das ist der Arena-Meister. Er kann dir noch die Quest geben, dass du einen von denen besiegen sollst. Viel mehr gibt's bei dem nicht auch nicht zu besprechen. Und dann hast du das alte Lager schon fast. Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer und so weiter. Ich kann einmal fragen, ob ich mich anschließen. Ich kann fragen, ob ich mich anschließen kann. Ich kann fragen, wieso die Leute in anderen Lagern hier kämpfen. Wetten. Und hier ist doch auch faire Kämpfer. Drin bist du doch Kämpfer. Alles klar. Ja, da kann ich einen an Waffen und so beibringen, also die zu benutzen. Soll ich aber mal das erste fragen? Ja, okay. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Ah. Wieso lasst die Leute aus anderen Lagern hier kämpfen? Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Buddler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Ja, da hat er wohl recht. Okay, also... Will ich wetten? Nein. Dann trainierst du auch Kämpfer. Soll ich das mal auswählen oder soll ich hier ändern? Ja, okay, mach. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Mach das aber, wenn schon im neuen Lager, weil da kannst du es billiger machen. Okay. Du kannst 20 Erz billiger. Was? Dann Andrew. So, hier vorne. Weißt du was? Weil der ja gerade nicht hier ist, geh mal hier in die Hütte rein, hier oben. Also hier oben, hier vorne in die Hütte direkt. Und schlaf dort. Also zu und zurück, wo du von dem Ort, wo du gerade bist. Zurück von da. Hier. Nach links. Kann ich hier reingehen, wo ich gerade stehe? Ja, mach ruhig. Schlaf einfach, okay? Bis zum Morgen. Ja, da schläft gerade niemand, okay. Mach.
Okay. Dann gibt es ja noch ein paar wenige Leute, mit denen du reden kannst. Auch wieder eine Mitte, wo man durchlaufen kann, nicht mehr diesen einen Typen da. Ja. Der Typ hat dir gefallen, ne? Ja, das fand ich ganz cool gemacht, ausnahmsweise mal. Fingers, den kennt ihr auch irgendwoher, war der nicht auch irgendwie? Ja, das war der Diego, der als Trainer da empfohlen hat, wenn du neue Talente lernen willst. Ah. Dann gibt's da unten noch einen, mit dem du reden kannst. Obwohl, Fingers hat auch noch eine Quest für dich, aber eine recht simple. Nee, also nicht so simpel wie die eine vom Whistler, aber, ja. Okay, könnte ich jetzt fragen, aber Schatten? Wieso red doch erstmal mit Fingers? Gutes Wort einlegen kann. Red doch. Schalt die Quest. Ja. Die Quest ist nämlich, dass du ein Diebestalent lernst. Aber mach. Du solltest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Okay, sag dann mal, ich will Schatten werden, weil dann kann er sich als Kann er was? Direkt, warum? Er kann sich als, du weißt schon was, anbieten. Kannst mir dabei helfen. Suche jemanden, der mir das beibringt. Was soll ich auswählen? Das untere. Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Oh shit, nein, wie kommst du da? Diego schickt mich. Diego schickt mich. Gleich. Sag das doch gleich. Alles klar. Wenn er aufgenommen werden will, hilft es, wenn du ein geschickter Kämpfer oder Dieb bist. Wenn die einflussreichen Schatten in diesem Lager dich auf die Probe stellen, werden sie dir Aufträge geben, bei denen du dich besser nicht erwischen lässt. Deswegen ist für den Anfang der Weg des Diebes für dich viel versprechender. Wie es der Zufall so will, bin ich der beste Dieb im ganzen alten Lager. Sag das mit dem lautlos bewegen, weil Schleichen kann dir der dennoch nicht beibringen, aber dann kann dir jemand vorschlagen, der das kann. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Lautlos bewegen, sag das mal. Weil er kann das zwar nicht, aber dann kann er dir jemanden vorschlagen, bei dem du es tun kannst. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit, ich bin einer der besten Diebe, die sie in die Kolonie geworfen haben. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Kavalon der bessere Mann für dich. Ah. Zurück und dann frag ihn, wo du Kavalon finden kannst. Okay. Wo finde ich Kavalon? Er jagt in der Wildnis. Du findest ihn auf dem Weg zum neuen Lager. Westlich des alten Lagers beginnt eine breite Schlucht. In dieser Schlucht steht eine alte Holzfällerhütte. Dort findest du ihn. Okay. Okay, dann war's das jetzt, oder? Ja, da unten kannst du, ja, mit dem war es auf jeden Fall mit Fingers. Was soll ich mit diesen Sachen, wo er mir beibringen kann? Kosten die alle Erz oder wie? Nein, nicht alle, nur bei manchen. Bei Fingers kostet zum Beispiel nichts. Du brauchst einfach Lernpunkte und bei manchen nur noch Erz. Hier würde ich aber nichts lernen. Also, ich würde dir empfehlen, wenn du zum Beispiel die Quest von Fingers dafür abschließen willst, mit dem Liebestalent, würde ich dir empfehlen, Schleichen und Kavalon zu lernen. Aber dazu musst du zuerst zu dem gelangen und der ist nicht hier im Lager, sondern woanders. Aber dazu komme ich später. Wie auch sei, geh erstmal hier runter. Und, ja. Da unten kannst du auch mit Snaff reden. Das ist der Koch. Und dann hast du hier den Großteil schon. Danach kannst du noch mit, zwei weiteren Leuten reden, aber dann war es das endlich auch in meinem alten Lager. Ja, wie steht's? Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier. Nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Das kann ich tun. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen.
Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Du willst, dass ich kotze? Hört sich gut an. Hört sich gut an. Okay, alles klar. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. So, jetzt frag ihn noch ein paar Sachen. Aber kriegst du auch Informationen für die Quest mit, ne? Fleischwanzen habe ich ja teilweise sogar schon gefunden. Ja, aber noch nicht 3, du hast erst 2. Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Okay, Fleischwanzen. Wo finde ich Fleischwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Ah, okay, ja. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Nie wieder zurück. Das hätten die sagen sollen. Sich viel cool angehört. Stimmt. So, halte ich jetzt hier bloß von Matt fern, weil das ist wohl die größte Nervensäge in dem gesamten Spiel, dass der Typ der gleiche vorne bei der Hütte sitzt. Aber geh nochmal ein bisschen zurück und hier halte ich hier oben lang. Weil hier oben gibt es noch 3 Leute, mit 2 Leute, mit denen du noch reden kannst. Und dann war es das auch endlich im alten Lager. Und dann kannst du erstmal wieder ein bisschen erforschen gehen und dann, wenn du willst, später ins neue Lager oder so. Mut. Aber oben gibt es erstmal noch 2 Leute, mit denen du reden kannst. Nein, red nicht mit Matt. Das ist die größte Nervensäge im gesamten Spiel. Wie meinst du? Wenn du ihn einmal an dir dran hast, dann verfolgt er dich so lange, bis du in deiner Sichtweite bist und nervt dich erneut mit nervigen Dialogen. Also das ist echt unnötig. Und dann ist es nicht mehr hilfreich. So, kannst aber ein bisschen zurückgehen. Also nicht hier oben weitergehen, langsam ein bisschen zurück. Wie Hammer! Mit Fletcher kannst du aber noch reden, Also der Typ, der hier rechts an der Hütte steht. Geh zurück, in die andere Richtung. Mit Fletcher kannst du erstmal reden. Der ist oben, an der Hütte. Nein, doch, in die andere Richtung. Nicht in Richtung Haupttor, sondern... Ja, nicht hier oben, sondern zurück. Verzögerung und so. Zurück. Ah, da ist er. Hey, du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Was? Ich will fragen, wie kommt es dann, dass wir uns beide unterhalten können? Kann ich das machen? Ja, mach. Aber egal. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Frag erstmal, wo bist du denn? Was? Wo ich bin? Wie? Nein, frag, wo er ist. Weißt du, wo hier steht, aber nur weißt du, wo Neck ist? Oh nee, ist schon weg, weil das hättest du vor der anderen Sache sagen müssen. Aber egal, nicht so schlimm. Also, was er dann gesagt hätte, ist... Also, hättest du das gesagt, hätte er noch gesagt, eigentlich bin ich in der Burg am Lagerfeuer und trinke ein Bier. Aber, naja. Was? Du kannst ihn aber fragen, wo Neck geblieben ist und warum er nicht trotzdem Schutzgeld weißt sammelt. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Egal. Schön. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ja. Wegen Neck? Ende. Was ist denn wegen Neck? Wegen Neck kommt... Das ist erst später, wenn du den gefunden hast, kannst du das erst. So. Jetzt kommt da nichts Interessantes im Moment. Halt dich nochmal, geh nochmal in den Bereich über der Arena, gibt's noch einen Typ, mit dem du reden kannst und dann hast du endlich alle im alten Lager durch.
Im Bereich über der Arena? Was? Ja, im Bereich über der Arena. Also, geh noch mal ein bisschen zurück. Bei der Arena, da warst du ja schon und da auf der oberen Seite. Da entlang. Auf die richtig? Ich sehe es noch nicht. Ja, genau, in die Richtung, aber oben. Oben lang, oben lang. Also oben lang. Ja, genau. Und da oben kannst du noch mit Guy reden und dann hast du das gesamte alte Lager von Leuten hier durchgeholt. Mit Humo kannst du auch noch reden, fällt mir gerade ein. Aber das war's dann wirklich. Guy, der müsste hier vorne beim Lagerfeuer sein. Das ist so ein Buddler nur. Und ganz hinten bei der Hütte müsste der sein. Nein, nicht da oben, der ist, sondern hier im Buddler, der da vorne stehen müsste. Da. Guy. Ja. Hallo? Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Hä? Okay. Altes Lager ist, das ich gerade bin, ne? Ja. Dann sind aber ruhig noch. Vorteile des alten Lagers. Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Was? Hä, wieso das? Das stimmt nicht wirklich, was er hier erzählt. Ah, okay. Eigentlich. Er sagt zwar, er kennt Vorteile in allen Lagern, aber in Wahrheit redet er nur gut über das alte Lager. Aber die anderen beiden Lager sagt er gleich eigentlich nur schlechte Sachen. aber, ja. Ah, ich kann ihn aufraten. Was und ist das denn bei den zwei Leute kämpfen, die ja, beide Schutzgeld zahlen? Mach das. Was ich noch sagen wollte vorher. Zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen. Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Okay. Also das, was ich noch sagen wollte. Ich möchte mal kurz hier was erklären an der Stelle. Der sagt das mit den Waren aus der Außenwelt, dass die in den anderen Lagern unverkäuflich wären, weil nur das alte Lager verhandelt ja mit der Außenwelt. Und somit müssen die aus den anderen Lagern sich das zusammenstehlen oder handeln. Aber trotzdem sind die Sachen da billiger. Aber das wissen die zum alten Lager gehören ja nicht unbedingt. Deswegen, ja. Wie dem auch sei, kannst jetzt weiter mitreden. Interessant. Kann ich auch bestohlen werden? Nee, also einfach so wird es nicht passieren. Aber frag jetzt mal, was hier wertvolle Waren sind und so. Also red das mal weiter. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken. Und vor allem Bier und Wein. Bier und Wein nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was. Und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Ja, passt. Ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Ja, stimmt. Aber wenn ich jetzt frage, was für das neue Lager spricht, dann sagt der schlechte Sache. Okay, mach. Ja, mach. Für das neue Lager. Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Was? Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Das ist doch, andere Lager, da. Ja, das ist das Sumpflager. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja,
Das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Ja. Aber damit geht es doch gar nicht mal so schlecht. Ja, ja, okay, ja. Ja, okay, Lai. Aber... Warte. Lai! Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Stopp. Ach, Mart? Ja. Nicht du, Rudi. Sei mal leise. Ich bin aus dem Spiel rausgetappt. Jetzt muss ich das wieder laden. Scheiße. Nein, speicher doch. Versuch das zu speichern und lad's dann. Vielleicht kannst du so immer auch den Spielstand erhalten lassen. Aber speicher auf den neuen Spielstand. Aber speicher als den dritten Spielstand. Da kannst du jetzt schon wieder einen normalen Lauf. Kann sogar. Okay, dann drück Tab und mach die Waffe wieder weg. Hast du schon? Ja. Okay. Gut. Okay, gut. Das kann ich auch nicht mal speichern. Okay. Okay. Musst du jetzt erstmal weg oder wie? Ja. Okay. Aber nur fürs Erste. Ich weiß halt nicht, wie lange ich weg bin, aber ich glaube, beendet das Spiel, sonst bin ich verschwunden. Pause ist wahrscheinlich zu lang. Ganz kurz. Also gut, ich beende kurz den Stream und dann sehen wir uns später. Ja, bis später.